Herzlich willkommen bei Video Wissen. In diesem Jahr wurde das Simon-Marius-Jubiläum gefeiert. Es ist der fränkische Galilei. Bei dem Jubiläum gab es zwei Festvorträge. Einer wurde gehalten von Andreas Rudolph von der ESA, der Europäischen Weltraumbehörde. Und das Thema war raumfahrtgestützte Exploration und Astronomie. Viel Spaß dabei. Auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Rudolph. Ich arbeite für die Europäische Raumfahrtagentur in Darmstadt und ich werde Ihnen etwas vortragen zum Thema Exploration und Astronomie und vielleicht auch etwas dazu, wie die modernen Sonden und Observatorien heutzutage mithelfen, die Wissenschaft, die damals angefangen worden ist und lange nach Simon Marius weiterzuführen. Lassen Sie mich sagen, lange ist ein relativer Begriff natürlich. Im kosmologischen Maßstab ist das alles sehr, sehr wenig. Zunächst ein Wort zur ESA selber. Wir sind eine europäische Agentur, das heißt die Weltraumagentur Europas, Europas Tor zum Weltraum. 22 Mitgliedstaaten, nicht gleich den Mitgliedstaaten der EU, sondern wir haben auch Norwegen, die Schweiz und immer noch Großbritannien als Mitgliedstaaten bei uns. Wir erkunden die Nutzung des Weltraums ausschließlich für friedliche Zwecke und der Hauptsitz der Organisation in Paris mit mehreren Zentren in ganz Europa. Ich persönlich komme aus Darmstadt. In Hessen, dort gibt es das Hauptkontrollzentrum der ESA. Wir haben auch einen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana. Von dort aus werden unsere Raketen gestartet. Und der Beitrag von Ihnen hier im Saal zur europäischen Raumfahrt ist so ca. 12 Euro im Jahr. Das Europäische Weltraumkontrollzentrum der ESOC in Darmstadt sehen Sie hier. Das ist der Hauptkontrollraum. Von dort kontrollieren wir unsere Missionen in allen kritischen Missionsphasen. Die spannenden Momente, Sie sehen im Hintergrund die Historientafel, die aufzeigt, welche Missionen wir schon alle geflogen haben, wenn Sie da schauen. Das fängt an im Jahre 1968, glaube ich. Und Sie sehen, es ist eine lange Liste. Diese Liste abzuarbeiten, würden meine 20 Minuten hier nicht ausreichen. Das heißt, wir fokussieren uns da auf ein paar Beispiele. Was Sie jetzt hier sehen, das sind Missionen, Weltraummissionen der Europas, der ESA, im Wissenschaftsprogramm der ESA, unsere sogenannten Cosmic Observers oder kosmische Beobachter. Sie sehen hier das elektromagnetische Spektrum, Mikrowelle im optischen Bereich bis Röntgen und Gammastrahlung, sehr hochenergetisch und wir decken mit unseren Missionen eigentlich alles ab. Sie sehen hier Missionen, die in der Vergangenheit geflogen sind und Sie sehen eine ganze Historienliste von Missionen, die wir schon bereits zu Ende geführt haben. Missionen, die noch im Betrieb aktiv sind und Missionen, die in der Vorbereitung sind für die Zukunft. Es gibt eine Mission, da muss ich jetzt gleich dazu sagen, die werde ich Ihnen heute nicht präsentieren, vielleicht für einen anderen Jubiläumsvortrag, ist die LISA-Mission. Die kümmert sich um ganz neue Physik, die damals seitens Simon Marius nicht möglich gewesen wäre. Hier beobachten wir Gravitationswellen, das heißt also nicht mehr klassisch Photonen oder Licht, sondern wirklich eine ganz neue Art der Beobachtung physikalisch gesehen. Aber für heute Abend konzentrieren wir uns auf zwei Missionen, das ist Gaia und Euklid. Das ist der nächste Typus von Missionen. Da beobachtet man nicht mit Teleskopen, sondern man fliegt wirklich zu den Himmelskörpern und beobachtet vor Ort in situ und macht Messungen. Bemerkenswert hierbei, ähnlich wie vorher, wir haben hier die vergangenen Missionen. Und was vielleicht nicht allgemein bekannt ist, aber Europa war die erste Nation sozusagen, wenn man es eine Nation nennen möchte, also eine Verbund von Nationen, die auf dem Saturnmond Titan gelandet sind, nämlich im Jahr 2005. Das war eine kombinierte Mission zwischen der ESA und NASA, die Cassini-Huygens-Mission. Aber in unserer Reihe konzentrieren wir uns heute natürlich auf JUICE. Der Jupiter darf bei einem Vortrag über Simon Marius natürlich nicht fehlen. Zunächst mal Gaia. Ein Weltraumteleskop, das sich mit der Beobachtung unserer Milchstraße beobachtet. Unsere Milchstraße, wir haben es gerade vorher schon gesehen, ist eine Spiralgalaxie. Das Zentrum, wir sehen es hier von der Seite her gesehen. Und vergessen Sie nicht, um die ganze Sache zu relativieren, wir befinden uns hier. Gaia macht Präzisionskartografie von ca. 1,5 Milliarden Sternen in unserer Milchstraße, wurde gestartet am 19.12.2013, letztes Jahr, 10-jähriges Jubiläum im Orbit. Es erstellt eine hochpräzise dreidimensionale Karte unserer Milchstraße, also die sozusagen in verschiedenen Bereichen alle optisch im optischen Wellenlängenbereich beobachten, um Astrometrie, Photometrie und Spektroskopiemessungen zu machen. Und das Besondere an der Mission ist die hohe Genauigkeit, und das werden wir gleich nochmal sehen. Im nächsten Beitrag.
die dort erreicht wird, aber auch die Anzahl von Sternen, die vermessen werden. Wenn Sie sich vorstellen, damals zu Zeiten von Simon Marius sprachen wir über ein paar tausend Sterne, die beobachtet wurden. Hier sind es 1,5 Milliarden Sterne. Das bedarf einer kleinen Erklärung. Da haben wir einen hervorragenden Punkt, der sogenannte Lagrange-Punkt Nummer 2. Der ist ca. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ist ganz hervorragend. Sie beobachten 24 Stunden. Sie haben alles, was hell ist, nämlich Sonne, Mond und Erde in ihrem Rücken. Und Sie haben den freien Weltraum vor sich. Wie hat sich die Astrometrie über die Jahrhunderte entwickelt? Ich denke mal, ein ganz interessantes Thema für diesen Abend, um zu sagen, wie hat es historisch, stellt sich das historisch eigentlich dar? Was Sie hier drüben sehen, war der erste Sternkatalog von Hipparchos vor Christi Geburt. Circa 850 Sterne waren in diesem Katalog. Jeder Stern mit einer Genauigkeit von einem Grad. Stellen Sie sich vor, der Mond am Abendhimmel hat eine Größe von circa 0,5 Grad. Das heißt, wir haben Genauigkeit von circa 1 Grad. Das würde natürlich, und das ist ein bisschen dargestellt auf diesem Bild, durch dieses Halo um die Sterne herum. Ja. Das würde mit der Zeit besser. Tycho Brahe, Sie haben es gehört, dort war Simon Marius als Assistent tätig. Zu dieser Zeit war die Genauigkeit circa eine Bogenminute, also ein Sechzigstel von einem Grad. Und diese Genauigkeit wird erreicht mit einfachen Instrumenten wie Mauerquadranten. Alles allerdings zur Zeit Tycho Brahe ist noch mit bloßem Auge beobachtet. Das Teleskop, haben wir gehört, kam dann Anfang des 17. Jahrhunderts und damit wurde die Genauigkeit auch besser. Am Anfang des 20. Jahrhunderts Genauigkeiten von Bogensekunden erreicht mit der Hipparchos-Mission, das war die Vorgängermission von Gaia, landen wir hier zum Beispiel im Millibogensekundenbereich. Und mit Gaia erreichen wir 25 Mikrobogensekunden. Das heißt also, das ist 1 über 3600 mal 25 mal 10 hoch minus 6. Oder wenn Sie es sich einfach vorstellen wollen, nehmen Sie eine 2-Euro-Münze, platzieren Sie sie auf dem Mond und Gaia kann diese Münze faktisch unterscheiden von der einen Seite zur nächsten. Was kam heraus? Das sind also die ersten Daten, die Milchstraße, der Gaia-Durchmusterungskatalog, ein sogenannter Data Release Nummer 3. Die Datenraten übrigens, die sind eigentlich sehr, sehr hoch. Das heißt, mit den Methoden, die zu Zeiten von Simon Marius damals in Gebrauch waren, wäre sowas nicht mehr stemmbar, eigentlich von der Datenverarbeitung her auch. Und Sie sehen hier ein Bild von Gaia, der Milchstraße. Wir sehen das Zentrum, wir sehen die Magellanischen Wolken. Die große und die kleine, 163 und 200.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wir sehen hier hinten aber auch Andromeda. Und Andromeda wird ja von Simon Marius, wie vorher gehört, auch beobachtet. Ist ca. 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Mit den Messungen von Gaia, wo wir auch die Geschwindigkeiten der Sterne im Himmel messen können und von Objekten, wissen wir, dass Andromeda und die Milchstraße in ferner Zukunft miteinander verschmelzen werden. Das heißt, wenn Simon Marius diese Beobachtungen in ca. 4 bis 4,5 Milliarden Jahre in der Zukunft gemacht hätte, wäre Andromeda sehr, sehr nahe gewesen. Er hätte sie am Sternenhimmel faktisch fast von der Milchstraße nicht mehr unterscheiden können. Als nächstes Euklid. Das führt uns jetzt noch weiter hinaus in die Tiefen des Weltraums. Gaia, wir beobachten unsere Milchstraße. Mit Euklid vermessen wir die Tiefen des Weltraums. Und diese Mission versucht die Antwort zu geben auf die 95%-Frage in der Kosmologie. Nun ja, wie gesagt, das wäre ein anderer abendfüllender Vortrag, darüber zu referieren, aber lassen Sie mich das vielleicht mal einfach zusammenfassen. Wir wissen seit einigen von diesen Weltraummissionen, dass unser Universum seit dem Urknall am Anfang expandiert ist, sich die Expansion verlangsamt hat und sie sich danach wieder beschleunigt hat. Und im Wesentlichen, wenn man das alles zusammenrechnet und sich die Modelle anschaut, kommt man zu der Schlussfolgerung, dass nur 5% oder 4,9% der Materie im Universum aus Atomen gemacht ist, so wie wir alle, unser Planet, die Sonne. Und der Rest ist dunkle Materie, also Materie, die gravitationsmäßig als Materie agiert, die wir aber nicht sehen können. Und dunkle Energie. Der Astronom, alles was er nicht sehen kann, ist natürlich dunkel und deswegen wird dies als dunkle Materie und dunkle Energie erklärt. Wir schauen mit Euklid ca. 10 Milliarden Lichtjahre weit, das heißt nicht nur 10 Milliarden Lichtjahre weit, sondern auch 10 Milliarden Lichtjahre zurück in die Entstehungsgeschichte unseres Universums und vermessen hier sehr genau Galaxien und deren Verformung. Ich werde das gleich nochmal darstellen im nächsten Bild. Sie sehen hier unsere Mission Euklid, die hier zurückschaut in die Zeit. Diese Mission wurde am 1.
Juli 2023 gestartet auf einer Falcon 9-Rakete vom Cape Canaveral aus in den USA. Befindet sich ebenfalls auf unserem von Astronomen bevorzugten, Weltraumastronomen zumindest bevorzugten Lagrange-Punkt Nummer 2. Und wir versuchen in 6 Jahren der nominellen Mission ca. 35% des außergalaktischen Himmels, das sind ca. wieder unsere Zahl 1,5 Milliarden Galaxien, zu vermessen, im Sichtbar-, aber auch im Infrarotbereich, im Nahinfrarotbereich. Nun ja, jetzt werden Sie mir sagen, hören Sie mal zu, Herr Rudolf, also dunkle Energie und dunkle Materie, wenn man sie nicht sehen kann, wenn sie mit Licht nicht interagiert, also elektromagnetisch nicht interagiert, wie beobachten Sie sie mit Ihrem Teleskop, das da optisch und nahinfrarot beobachtet? Eine berechtigte Frage. Die Antwort ist die, dass wir im Wesentlichen Galaxien beobachten, die sehr weit von uns entfernt sind und das Licht auf seinem Weg zu uns der Krümmung des Raums folgt. Und Raum wird gekrümmt durch Schwerkraft, dunkle Materie agiert schwerkraftstechnisch und damit können wir über diese leichte Verformung, über diesen Gravitationslinseneffekt, wie wir ihn nennen, der leicht das Bild einer Galaxie verformt, können wir Rückschlüsse ziehen über die Verteilung von dunkler Materie und dunkler Energie. Was Sie im nächsten sehen, ist die Falcon 9-Rakete am 1. Juli letzten Jahres. Das war kurz vor der Abtrennung. Das Schöne bei SpaceX ist, Sie bekommen diese Bilder faktisch in live. Und hier sehen wir noch den Satelliten oben drauf. Hier ist die Abtrennung erfolgt. Man sieht, der Satellit ist frei. In dem Moment übernehmen wir in Darmstadt die Kontrolle. Und hier ist er noch im Sonnenlicht ganz hell bestrahlt. Ein spannender Moment für uns natürlich, weil das der Anfang einer großartigen Mission war, aber natürlich auch mit viel Emotionen verbunden. Vielleicht haben Sie es verfolgt, in den Medien am 7. November letzten Jahres wurden die ersten Bilder veröffentlicht. Man sieht ja sehr schön, was Euklid alles kann. Wir haben hier jetzt mal als Beispiel nur gesagt den Pegasus-Cluster und da finden sich, da ist ca. 240 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Man kann hier viele Galaxien sehen. Wenn man hineinzoomt, kann man im Hintergrund, also ich glaube, der Galaxienhaufen hat ca. 1000 Galaxien selber. Und wenn man hineinzoomt in dieses Bild, kann man noch viele mehr, also ca. 1000 zusätzliche Galaxien sehen. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass diese Mission uns gute Antworten liefern wird auf die 95%-Frage. Das Interessante hierbei ist, dass wir hier ein Objekt haben, das 240 Millionen Lichtjahre weg ist. Sie erinnern sich, wir schauen 10 Milliarden zurück. Das hier ist der Pferdekopfnebel, wie er wahrscheinlich auch von Hubble oder James Webb bekannt ist. Der ist wesentlich näher dran natürlich. Aber das Hervorragende an diesem Instrument ist eigentlich die Tatsache, dass Sie ein sehr breites Blickfeld haben und gleichzeitig eine hervorragende Auflösung und Genauigkeit. Das heißt also, genau das, was man braucht, wenn man den Himmel in 6 Jahren durchmustern möchte, weil ein James Webb Space Telescope, das daraus auch solche Beobachtungen machen könnte, bräuchte dazu hunderte von Jahren. Was Sie hier ganz schön sehen können, ist die Beobachtung, die wir machen. Hier haben Sie sich erinnert, das Bild von Gaia war die Milchstraße. Die wollen wir natürlich nicht sehen. Wir wollen die Milchstraßen sehen, die weit weg von uns sind. Und das alles in 6 Jahren hoffentlich etwas mehr, wenn wir zu Ende gebracht haben und dann hoffentlich die großartigen Resultate dieser Mission sehen können. Zum Schluss zurück in unser Sonnensystem. Wir reden über Jupiter und die JUICE-Mission, gestartet ebenfalls letztes Jahr, 2023, bei einer Ariane 5. Jupiter und seine größten Monde sind natürlich das Thema dieses Abends in gewissem Maße mit Simon Marius. Wir haben sie hier nochmal dargestellt, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Von diesen wird JUICE Europa, Ganymed und Callisto besuchen und mehrere Vorbeiflüge machen. Das Spannende dabei ist im Wesentlichen, die Mission ist mit Solarflügeln ausgestattet. Das heißt, sie haben hier ein 85 Quadratmeter großes Solarpaneele, die aber notwendig sind, um, wenn sie so weit draußen sind am Jupiter, so weit weg von der Sonne, die noch notwendige Energie zu erzeugen. Der Transfer zum Jupiter nimmt viele Jahre in Anspruch, obwohl wir mit einer Ariane 5 Rakete gestartet sind, einer der stärksten Raketen, die wir haben. Und die Ankunft erfolgt Mitte 2031. Nach der Ankunft, und Sie sehen hier interessanterweise, das ist also ein Bild, das mit einem Teleskop gemacht worden ist. Man sieht ja sehr schön den Jupiter. Man sieht sehr schön auch, Jupiter hat natürlich ein starkes Magnetfeld, so wie die Erde auch. Man sieht sehr schön die Aureninteraktion zwischen geladenen Partikeln und der Atmosphäre des Jupiters, sowie auch auf der Erde, Aurora Borealis im Norden zum Beispiel zu beobachten ist, in Norwegen, Nordnorwegen, zur richtigen Jahreszeit. Und die Herausforderung bei JUICE ist allerdings für uns
Die Rakete ist 2023 gestartet. Wie gesagt, die Mission ist unterwegs zum Jupiter, ist zunächst einmal dorthin zu kommen. Warum ist das so? Sehr einfach. Die Mission hat Trockenmasse von ca. 2,4 Tonnen, also der Satellit ohne Treibstoff 2,4 Tonnen. Da sind nochmal ca. 3,6 Tonnen Treibstoff an Bord, um uns zum Jupiter zu bringen. Das allein reicht allerdings nicht aus. Sie brauchen zusätzlich Energie. Diese Energie holt man sich beim Vorbeiflug, sehr nahen Vorbeiflug, an anderen Himmelskörpern, Planeten in unserem Sonnensystem, sogenannte Swing-By oder Gravity Assist Manöver, wie man es im Neudeutschen nennt. Das heißt, die Mission, wie wir unten sehen kann, wird mehrmals an Erde, Venus, Erde, Erde vorbeifliegen, bis sie letztendlich beim Jupiter ankommt. Das hier, Vorbeiflug an Mond und Erde gleichzeitig als gravitationsunterstütztes Manöver, ist eine neue Sache, die wir hier zum ersten Mal machen, nicht nur als ESA, sondern überhaupt weltweit. Und nach der Ankunft am Jupiter 2031 gibt es dann verschiedene Vorbeiflüge an den Monden des Jupiters, bis wir letztendlich dann an unserem Ziel angekommen sind. Das wird Ganymed sein. Ganymed wird sehr nahe umrundet. Also wir gehen dann in eine Umlaufbahn um Ganymed herum. Das ist auch das erste Mal, dass die Menschheit das machen wird. Wie gesagt, für heute so viel dazu. Vielleicht in einem zukünftigen Festvortrag in 10 Jahren, ich weiß nicht, 410. Jubiläum, gibt es dann vielleicht auch mehr zu erzählen zur Mission selber und was für spannende Wissenschaft sie bis dorthin geleistet haben wird. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen noch spannenden Abend und tolle Gespräche. Vielen Dank.